seien in einem orthonormierten Bezugssystem die Punkte A mit Koordinate 0, 2, 1, B mit Koordinate minus 1, 1, 3 und die Ebenen Alpha mit kartesischer Gleichung x plus 5y plus 9z minus 13 gleich 0 und Beta mit kartesischer Gleichung 3x plus k mal y minus 5z plus 1 gleich 0, wo k ein reeller Parameter ist. Bestimme den Wert von k so, dass die Gerade AB die Schnittgerade von Alpha und Beta schneidet. Hier die zwei Ebenen Alpha und Beta, die sich in dieser Geraden D schneiden. Hier ist die Gerade AB, deren Schnittpunkt mit dieser Geraden D der Punkt P sein soll. Wir werden zuerst die Koordinate vom Einstichspunkt der Geraden AB in die Ebene Alpha berechnen und hinterher werden wir ausdrücken, dass dieser Einstichspunkt von AB in Alpha auch zu Beta gehört und so werden wir den Wert von dieser Zahl k finden. Die Koordinaten von A und B sind angegeben, also können wir sehr schnell kartesische Gleichungen der Geraden AB erstellen. Wir schreiben x minus auf gleich y minus auf gleich z minus auf. Hinter den drei Minuszeichen schreiben wir die Koordinate von einem Punkt der Geraden AB. Ich habe den Punkt A gewählt mit Koordinate 0, 2, 1 und als Nenner schreiben wir die Koordinate von einem Richtungsvektor dieser Geraden AB. Ich habe den Vektor BA gewählt, dessen Koordinate 0, minus, minus 1, das heißt 1, 2, minus 1, das heißt 1, 1, minus 3, das heißt minus 2, ist. Wenn wir die zwei ersten Brüche gleichstellen, so finden wir als kartesische Gleichung der Geraden AB x gleich y minus 2 und wenn wir den ersten und den dritten Bruch gleichstellen, so finden wir als zweite kartesische Gleichung dieser Geraden AB 2x gleich 1 minus z. Um die Koordinate vom Einstichspunkt der Geraden AB in die Ebene Alpha zu bestimmen, reicht es, dieses Gleichungssystem zu lösen, das gebildet ist durch zwei kartesische Gleichungen der Geraden AB, die zwei, und der kartesischen Gleichung von der Ebenen Alpha, also diese. Aus der ersten Gleichung wissen wir, dass y gleich x plus 2 sein muss, und aus der zweiten Gleichung schließen wir, dass z gleich 1 minus 2x sein muss. Also können wir in dieser dritten Gleichung y ersetzen durch x plus 2 und z ersetzen durch 1 minus 2x. So finden wir diese Gleichung, in der wir diese 5 auf diese Klammern verteilen und diese 9 auf diese Klammern verteilen. Das führt dann sofort zu x gleich ein halbes. Und wenn x ein halbes ist, dann muss y ein halbes plus 2 sein, also
5 halbe. Wenn x ein halbes ist, dann muss z 1 minus 2 mal ein halbes sein, also 0. Und somit wissen wir, dass der Punkt P als Koordinate ein halbes, 5 halbe, 0 hat. Jetzt brauchen wir nur noch auszudrücken, dass dieser Punkt P auch zur Ebene Beta gehört. Das ist der Fall dann und genau dann, wenn die Koordinate von P die kartesische Gleichung von Beta erfüllt. Also so. Diese Gleichung mit unbekannter K führt sofort zu dieser Gleichung und das bedeutet, dass K gleich minus 1 sein muss. Das ist die Endantwort auf die gestellte Aufgabe.